Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und ja, wir sind hier bei einem Bau-Event. Und es geht um Armor Stands. Und viele Leute haben auch schon geile Sachen gebaut. Bei manchen steht noch nicht allzu viel. Aber gibt's ja schon mal hier so eine kleine Arena. Mit so zwei Leuten. Alles cool mit Detail. Und ja. Also viel los hier. Und ich bin natürlich auch am Start. Und ich möchte euch mal kurz zeigen, was ich hier mache. Ich habe überlegt, ob ich das vielleicht als Replay mache oder so, aber dann da kam mir die Idee zu spät. Da hatte ich schon längst angefangen gehabt. Und deswegen sage ich euch jetzt mal hier, gebe ich euch jetzt mal so ein kleines Update, was ich hier mache. Und wenn ich dann weitergebaut habe, werde ich euch dann wieder zeigen, wie es dann wieder weiter aussieht. Und ja. Also, hier oben soll eine kleine Burg hin. Hier unten ist ein Wald mit einem Weg. Hier mit einer kleinen Brücke und einem Fluss. Hier kommt eine Höhle mit Säulen, einem Schatz und einem kleinen Drache hin. Und ja, das ist quasi so ein Typi, der mit seinem Pferdekarren, mit seiner Kutsche Gold aus der Höhle rausholt. Und ich habe mich dran versucht, oder ich bin noch dran, und versuche hier ein Pferd zu gestalten mit Armor Stands. Diese Aufgabe gestaltet sich irgendwie als schwierig. Aber mal schauen, wie es dann am Ende aussieht. Ist halt jetzt bis jetzt nur der vordere Teil. Kommt noch ein bisschen was. Und ja. Das wollte ich jetzt euch nur mal kurz zeigen. Und um euch einfach mal zu zeigen, was alles mit Armor Stands möglich ist. Klar, das ist jetzt nicht normal Vanilla. Das ist mit Plugins. Aber wenn ihr auf den Server Bossers Root wollt, dann könnt ihr das nutzen. Und ja, das hier ist ein Wettbewerb und da geht's drum, wer das schönste oder kreativste Plot mit Armor Stands gestaltet. Und da gibt's dann auch ein paar Preise. Und ja, ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal Just for Fun mit. Mir ist es eigentlich egal, ob ich Preise gewinne oder nicht. Einfach um mitgemacht zu haben. Achso, da kann ich nicht mehr. Und ja, deswegen mache ich hier mit. Und ja, wie gesagt, wollte ich ein kleines Update geben. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mich auch dran und baue hier ein bisschen weiter. Und würde ich sagen, wenn ich weitergebaut habe, sehen wir uns dann gleich wieder. So Leute, ja, da bin ich wieder. Und der Batman ist auch wieder mit dabei. Hey. Und ja. Jetzt nochmal, also ich bin jetzt fast fertig bei meinem Plot. Es fehlt nur noch hier unten der Drache, da bin ich aber auch schon. Seht ihr hier schon hinten schon das Hinterteil. Bin ich fast fertig, also bis auf den Drachen bin ich fertig. Und ich finde, unten der Wald ist mir gut gelungen. Dann habe ich hier noch einen kleinen Frosch, Seerosen, ein fliegendes Schaf, ein Pferd, also eine Pferdekutsche mit Gold, hier so zwei Zügel aus jeweils drei Stöcken und einem Knopf, Pferd. Ja, hier oben habe ich noch zwei Leute hingepackt, der mit einem Baumstamm auf den Schultern, und die bringen den Baumstamm hier zu dem Typi und der zagt es dann zu Feuerholz. Da liegt ja auch ein bisschen Feuerholz rum. So, da hinten hockt jemand in der Ecke und ja, das zeige ich jetzt nicht. Ja, das ist ein bisschen, das kann ich jetzt nicht zeigen. Aber doch, ich kann es zeigen, und weil es ist eigentlich eine witzige Idee.
Ich spreche bloß nicht aus, was der macht. So. Das dürfte genügen. So, jetzt habe ich hier zwei Türme. Da oben steht jemand mit einem Bogen, so ein Bogenschütze. Und ja, gehen wir mal ins Haus rein. Das ist nämlich auch ganz cool. Hier oben ist nämlich so Rauch aus dem Schornstein. Und ich finde, das Haus ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Da drüben ist ein bisschen blöd, dass hier das Platz zu Ende ist, aber ist halt so. Man hat halt nicht unbegrenzt Platz. Hier drinnen, kommt mal rein. Teppich, ein Sessel, lecker Truthahnbraten, Messer, Gabel, Kamin, eine kleine Lampe und ein schicker Elchkopf. Also, ja, ich finde das cool. Das kann man nicht abstreiten. Mit einer Umrandung von Stöcken und hinten so einem Red Sandstone Block als Hintergrund quasi und jeweils zwei Knochen als Geweih. Dann gehen wir in die Treppe hoch. Hier oben lieg ich im Bett und ein paar Bücherregale und hier liegt noch meine Krone, die ich abgesetzt habe zum Schlafen. Ja, die kann ich ja beim Schlafen nicht auflassen. Und ja, die besteht aus elf Sonnenblumen und einem Totem. Und ja. Dann war's das eigentlich vom Amos den technischen her. Und achso, Drache. Ich finde, ich bin eigentlich ganz gut vorangekommen. Ich bin eigentlich auch richtig zufrieden mit meinem Plot. Ja, der Drache, der kommt dann hier nochmal ein bisschen, wird hier nochmal ein bisschen dicker. Und der soll dann hier dann so der Kopf hin. Hier halt, irgendwie hier so hin. Und ja. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Oder ob der dann komisch aussieht, der Drache. Werden wir dann sehen. Ich finde, das ist doch ganz gut gelungen. Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Es würde mich echt mal interessieren, wie ihr das findet. Ich finde, das ist richtig cool gelungen. Und ja. Drück mal aufs Buch. Nett, das ist. Das hat aber schön gereimt. Video liken und abonnieren oder eure Socken explodieren. Ja, jetzt müsst ihr mal nachdenken, ob ihr wirklich wollt, dass eure Socken explodieren. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war's das. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare und die nächste Folge wird dann wieder, wie gewohnt, eine vom Survival-Projekt von meinem Schloss. Ja, ist jetzt wieder ein Schloss, weil alle sagen, das ist ein Schloss, weil es so keine Burg aussieht, weil eher so eine Burg aussieht, wie ich sie hier stehen habe. Und ja. Gut. Würde ich sagen, war's das. Und ciao, bis zum nächsten Mal.